Ja, halli, hallo, lange habt ihr gewartet, aber wir sind zurück. Wir spielen Factorio. Welchen Part weiß ich nicht, aber wir spielen Factorio, ja. Ich habe jetzt sehr viel offscreen versucht. Das war ja das Problem, dass wir nicht diesen scheiß Dünger irgendwie nicht verteilen konnten. Also nicht gerecht verteilen konnten. Wie man sieht, klaut sich ja der Erste, der klaut sich einfach immer wieder. Ja, der Dünger, der klaut sich den Dünger die ganze Zeit. Also kriegt der hier hinten nichts ab, der kriegt auch nichts ab. Und ich habe jetzt offscreen wirklich versucht, das etwas, ja, hinzubekommen. Aber das Problem ist einfach, es funktioniert nicht. Also, ich habe einiges versucht. Zum Beispiel habe ich versucht, ich werde das mal demonstrieren. Was ist, ich nehme jetzt hier mal 4 davon, ein paar Fließbänder. Habe ich noch Fließbänder? Ja, es wird jetzt eher so eine Art theoretische, Stunde, würde ich sagen. Aber es ist ja keine Stunde, eine theoretische Angelegenheit, 1, 2, 3, 4, theoretischer Folge, eine theoretische Folge, ja. Wir gehen mal ein bisschen über die Theorie ein, über die Möglichkeiten. Ich habe nämlich noch was ganz Cooles entdeckt, das muss ich nachher auch gleich noch sagen. Aber erstmal zeige ich euch, ich dachte mir zum Beispiel, könnte ich es ja so machen. Dass ich ein Fließband nehme, wo der ganze Dünger langkommt und ab und zu kommt so ein Verteiler nach unten und der sagt das dann und schmeißt das dann da rein. Dann wird das ja theoretisch verteilt. Das Problem ist ja, hier kommt eins hin, geht nach unten, dann kommt noch eins, geht weiter. Das nächste geht wieder nach unten, dann kommt wieder eins, geht oben weiter. Das funktioniert ja noch ganz gut, wenn hier drüben nur ein Feld wäre. Wenn wir aber mehrere anschließen, haben wir das Problem, dass das eine, was hier weitergeht, nach unten geht. Und erst das dritte dann geht wieder nach oben und so weiter und so fort. Das werde ich gleich mal demonstrieren. So, machen wir das einfach mal so. Das hier ist dann, was übrig bleibt. Und dann haben wir ja die Kisten hergestellt. Die setzen wir hier, hier, hier und hier noch eine hin. Knickarme, ganz normale hätte ich gerne. 1, 2, 3, 4. Ah, ich brauche ja nochmal eins. So. So. Machen wir es so. Dann, um das richtig zu demonstrieren, machen wir das so, damit das alles schön. Ja. Und ich krieg's einfach nicht gebacken. Und es gibt eine Möglichkeit, die wäre richtig cool gewesen, wenn der Programmierer vielleicht daran gedacht hätte, dass man. Ja. Werdet ihr dann sehen. So, ich werde jetzt. Ich werde es erstmal mit Strom. Ich werde jetzt hier. Keine Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ich tue jetzt hier mal. 10. Ach. Machen wir 16 draus. So. Haben wir jetzt 16 Stück drin. So, jetzt fehlt natürlich der Strom. Haben wir aber gerade produziert mit der Solarpanel. So. Oh, und jetzt geht's los. Jetzt wird das Zeug hier schön verteilt. Also, ich meine, im ersten Moment sieht's ja ganz gut aus. So, schauen wir mal, bis das hier weg ist. Bis die leer sind. So. Und jetzt kam erst hier hinten mal was an. So, jetzt haben wir gleich 16 weg. So. Jetzt die Frage, wie haben sich die 16 verteilt? Wieso? Das geht ja bis ganz nach hinten. Wow, geht bis ganz nach hinten. Das bleibt sogar hinten liegen. So. Ja, wie haben sie sich jetzt verteilt? Hier haben wir 1, 2, 4 und das sind 8. Schön, oder? Das ist das Problem. Man kann sowas machen. Das Problem ist nur, dass ganz am Anfang, der kriegt so gut wie jeden Scheißdünger. Und der hier hinten dann ein bisschen weniger, die Hälfte. Und der nochmal die Hälfte. Und dann das wird das immer weniger. Und ja, das ist, glaube ich, nicht so das Beste, was man machen kann. Ich kann es versuchen, so zu bauen. Aber ich glaube, in erster Linie habe ich irgendwie erstmal keinen Bock mehr auf diesen Düngerscheiß. Ich meine, ich kann hier die Düngerproduktion so vielleicht hier aufbauen, dass der Dünger hier auch mitverwendet wird, aber ansonsten. Na, weiß ich nicht, es gefällt mir nicht. Auch die Sache ist auch, wenn der hier sich alles schnappt, dann wird irgendwann, wie man ja hier vielleicht sehen kann, hier kommt ja immer mehr Dünger rein, immer mehr Dünger, immer mehr Dünger und ist ja die Frage, ob der Erste dich dann irgendwann mit Dünger überläuft, sodass das Holz gar nicht mehr abtransportiert werden kann. Und das sind so Dinge, die kotzen mich an. Also es geht leider nicht und das ist echt scheiße so. So, dann habe ich halt noch was rausgefunden so in meinen Bahnen, wo ich das herstellen wollte. So, erstens ist mir aufgefallen, dass ich habe ja eine Weile auf der Map gespielt, ohne zu speichern. Und irgendwann war ja echt die Kohle weg und ich sehe gerade, die Kohle ist jetzt schon weg.
Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass die Düngerfabrik da oben schön gearbeitet hat. Und deswegen werde ich erstmal die Düngerfabrik hier komplett vom Netz kappen. So. Die haben hier nichts mehr zu produzieren. Und ja, dann ist es wahrscheinlich bloß noch die Eisenfabrik, die hier hinten echt viel Kummer bereitet. Weil die arbeitet ja auch am laufenden Band. Genau wie die hier auch. Die werde ich jetzt wahrscheinlich auch erstmal stilllegen. So. Ach, da ist ja das auch noch mit dran. Dann machen wir es halt. Machen wir es. So. Ja, also Düngerfabrik ist für mich jetzt erstmal gestorben. Eine Weile. Da muss man mal schauen, weil ich werde jetzt gleich noch die andere Methode zeigen, nachdem die scheiß Aliens da waren, weil die kommen jetzt wahrscheinlich gleich wieder. So, das ist ja ganz gut. Die werden wir noch gebrauchen können auf jeden Fall für später. Aber die Düngerfabrik ist erstmal auf, ja, stillgelegt mit wegen mit Strom und so. Mach ich hier auch mal weg. So, ich hoffe, die Aliens kommen bald. Und wir brauchen Strom. Strom ist ganz wichtig. Ja, wenn man nämlich sieht, ist das hier ziemlich, ja, abkacken. Keine Kohle. Die Kohle, das Problem hatten wir letztens auch schon. Und ich frage mich, was daran so, warum das nicht funktioniert. Hier ist auf jeden Fall Kohle da. Hier unten wird aber auch keine Kohle verbraucht, sozusagen. Jawohl, hier wird ja ein bisschen was gemacht eigentlich. Ist ja die Frage, ob wir das auch stoppen oder ob wir da erstmal warten, bis sich das irgendwann mal von alleine regelt, weil das Band ja irgendwann voll ist, obwohl das Band riesig und lang ist. So, ich hab's auch. Die Verteiler habe ich auch versucht, mal mit Logistikrobotern zu arbeiten, dass wir dann irgendwie an jeder Holzfarm eine Anforderungstruhe haben, womit wir dann eine Anforderungstruhe haben, damit wir mit Logistikrobotern immer hinfliegen könnten. An sich würde es funktionieren. Das Problem ist aber, Logistikroboter ziehen Aliens an. Also wenn Aliens da in der Nähe sind, dann gehen die auf die Roboter und machen die kaputt. Und irgendwie habe ich auch kurzzeitig eine Anforderungstruhe verloren. Ich weiß nicht, vielleicht greifen die auch die Anforderungstruhen an. So, jetzt ist die Frage, warum kommt denn hier nie was? Ist das tatsächlich zu wenig Wald, den wir hier haben? Ist das zu wenig Wald? Ja gut, es ist ja auch nicht so viel, sehe ich gerade. Da kommen auch schon wieder die Aliens. Ist auch gar nicht so viel, ja. Okay, dann wird es wahrscheinlich heißen, mehr Wald aufbauen, sonst kriegen wir hier echt irgendwann Probleme. Und problematisch wird es natürlich auch, wenn hier kein Strom mehr ankommt. Weil dann kann ja das Holz gar nicht mehr abtransportiert werden oder verarbeitet werden. Vielleicht sollte man einen Notfall Solarzellen hier irgendwo hier noch hinbauen. Aber auf jeden Fall mehr Bäume. Wir brauchen mehr Bäume. So, ja, um das zu bewerkstelligen, werde ich das jetzt auch mal schnell noch machen. Obwohl, ich wollte ja erstmal eine theoretische Sache machen. So. Ja, was ich nämlich rausgefunden habe. Die roten Kabel. So, die sind halt nicht nur irgendwie für irgendwas herzustellen, sondern die sind für ein sehr interessantes System. Zum Beispiel nehmen wir mal eine intelligente Truhe und die bauen wir jetzt. Also ich kenne da jemanden, dem wird das auf jeden Fall sehr interessieren. So, und dann haben wir hier, nehmen wir noch eine Dings hier, sowas. So, dann, jetzt weiß ich nämlich auch, für was die intelligenten Arme da sind. Hier, diese intelligenten Arme nehmen wir jetzt einfach mal so. Und jetzt können wir mit den roten Kabeln, hier, können wir so das verbinden mit der intelligenten Truhe. Und wir können auch von hier auch noch den intelligenten Arm anschließen. So, jetzt haben wir, wenn ich jetzt hier was rein tue, zum Beispiel ein Holz, so, dann gehen wir über diesen Pol, also den Strommast. Und da sehen wir jetzt unten, da rechts, ich kann mit der Maus hier, sieht man Signale, ein Holz. Das heißt, dieser Strommast, ach, ficken, dieser Strommast schaut in die Kiste rein, was denn da drinne ist. Und dieses Signal leitet er dann weiter, zum Beispiel an unseren intelligenten Knickarm-Roboter, den wir da stehen haben. Und nun können wir, was ich jetzt leider nicht zeigen kann, weil ja die Aliens sind, ich hätte das hier bauen sollen. Und nun können wir zum Beispiel bei dem intelligenten Knickarm-Roboter, könnten wir sagen, du ziehst Holz aus der Kiste raus, wenn mehr als 10 Holz drin sind, weniger als 10 Holz drin sind oder gleich 10 Holz drin sind. Also wenn 10 drin sind, also ihr wisst schon mal, also gleich, also weniger, gleich und oder mehr. Das kann man einstellen und das finde ich eigentlich ist echt eine interessante Sache.
So, da kann man... es gibt noch grüne Kabel hier. Das sind die grünen Kabel. Und ich glaube, das ist im Prinzip, glaube ich, das Gleiche. Sodass du dann, dass man sozusagen ein anderes Signal hat. Das statt ein rotes Signal hat man noch ein grünes Signal. Wahrscheinlich für verschiedenere Sachen. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, damit kann man doch irgendwie was Interessantes machen. Ich habe damit rumexperimentiert. Das Problem ist halt nur... Was, ich dachte mir zum Beispiel sowas wie, eine Kiste, wo dann das Dünger reinkommt. Das wäre dann die hier, wo dann da steht zum Beispiel, 5 Dünger ist drin. Dann kommt, dann darf der hier, der schaut sich das so an. Und wenn er sieht zum Beispiel, es sind mehr als 5 Dünger in der Kiste, dann darfst du dir ein Holz ziehen. So, also sprich, hier sind 5 drin oder also da kommt ein Arm, also da wird alles einfach reingeschäffelt, bis 5 drin sind. Und dann kommt ja 6, dann kommt 7 und so weiter. Aber wenn hier 6 drin sind, kommt er und sagt, oh, da sind mehr als 5 drin, also ziehe ich mir eins. Und dann müsste hier, ist dann sozusagen unsere Farm. Und dort wird dann das Dünger reingeschmissen. So, das Problem ist natürlich, das kommt an und das wird trotzdem einfach durchgeschliffen, sozusagen. Hier kommt ein 1, hier kommt 1, 1, 1, 1, 1. Das wird einfach trotzdem permanent einfach da reingelagert. Aber man könnte jetzt zum Beispiel, wobei das bräuchte, man bräuchte die erste Kiste gar nicht, so ein Schwachsinn. Also, man lagert einfach jeden Scheiß, die Kiste bräuchte man theoretisch nicht. Die nimmt man weg und wir schmeißen das ganze Dünger einfach in das Feld hier rein. Wenn wir jetzt nämlich diese Kiste hier vom Feld, wenn wir die in das System anschließen könnten, dann könnte man hier hinter dieser Kiste sozusagen noch einen intelligenten Roboter machen und könnte sagen, oh, sind hier schon mehr als 10 Dünger drin, dann zieh das bitte raus. Dann zieht er hier nämlich immer, wenn einer zu viel drin ist, zieht er es raus und könnte es auf ein Fließband drauf tun, das dann zum nächsten geht. Und wenn der nächste dann auch voll ist mit 10, geht das wieder zum nächsten. Geht das und immer so weiter. Und dann wäre alles gerecht verteilt. Das Problem ist, man kann diese scheiß Baumfarmen aber nicht an das System anschließen. Und ich habe halt irgendwie versucht, hier eine Kiste zu machen, um dann hier drüben, wo dann die Baumfarm ist, die wäre dann hier so, hier noch eine Kiste zu machen, so also einen intelligenten Armroboter, um zu gucken, wenn dann mehr als dort mehr als 10 sind oder mehr als 9, dass das dann rauszieht. Aber das Problem ist, es funktioniert einfach nicht. Also entweder ich bin halt einfach zu doof oder es funktioniert einfach nicht. Ich habe dann irgendwie immer trotzdem eine ganz normale Durchschleife gehabt. Was ist da der Mist dabei? Also da kommt dann hier was rein, der zieht sich das raus und der zieht das sofort wieder raus, sodass dann nie Dünger hier drin ist. Weil ich einfach nicht gucken kann, wie viel Dünger hier drin ist. Ah, so nervig. Aber ansonsten ist das echt ein geniales Konzept. Also ich wollte es ja einfach mal demonstrieren, indem ich jetzt hier mal noch eine Holzkiste nehme. Die nehme ich ja gerne, um einfach mal schnell eine Kiste zu haben. So. Achso, der Strom fehlt natürlich auch. So. So, hier sind 5 drin. Und jetzt, in dem Moment, wo 6 drin sind, hat er sich eines rausgezogen. Seht ihr das? So. Der zieht sich das dann immer schön raus. So. Ich mache jetzt hier mal so viel rein. So, jetzt haben wir 10 Stück drin. Jetzt sollte er theoretisch eigentlich rausziehen, bis nur noch 5 da sind. Gott, ist der langsam. 6. Achso, das ist, weil der Strom weniger wird. So, jetzt hat er es ausgeglichen sozusagen. Jetzt sind bloß noch 5 drin. Also an sich ist das bestimmt eine sehr interessante Sache. Die kann man bestimmt für irgendwas irgendwann mal gebrauchen. Was ist denn hier? Die Stromkabel, die sind verbunden. Ja, jetzt fehlt uns natürlich überall Strom. Und dementsprechend würde ich sagen, bauen wir vielleicht tatsächlich hier mal eine ganz kleine Solarzellenfabrik mit auf. Die Frage ist nur, wo wir die hinsetzen. Ich glaube, hier oben mit am Kraftwerk werde ich die erstmal mit hinsetzen. Hier daneben vielleicht. Also ich wollte ja eigentlich noch Dampfmaschinen damit hinsetzen später, aber... zumindest, dass wir tagsüber auch noch Kohle produzieren können. Das ist nämlich so eine Sache, ne? Das würde man ja schon gerne mal dann machen. Und so ist wenigstens ein bisschen Strom noch da, zumindest tagsüber. Weil das Problem ist ja im Endeffekt, die brauchen aber ganz schön viel, wow. Was würde ich sagen? Ja, das Problem an der Sache ist ja, wenn uns der Strom jetzt ausgeht, so wie es ja jetzt passiert ist, dann kommt keine Kohle mehr und ohne Kohle geht das Kraftwerk nicht mehr an und deswegen, ja. Gut, habe ich jetzt genug Theoretisches, glaube ich, gequatscht.
Ich gehe nochmal in der Hauptbasis zurück. Und ja, an sich ist es echt coole Sache mit diesem System. Man muss nur schauen, wie man das verwenden kann. Also mit Logistikrobotern vielleicht noch eine ganz coole Sache, weil du kannst die Dinger an alle Logistikroboter-Kisten mit anschließen. Ja, das müssen wir einfach mal schauen. So, dann habe ich noch eine ganz coole Idee bekommen. Ich weiß gerade leider nicht den Namen. Und er, um Aliens umzubringen, macht er das einfach so. Er nimmt das Auto und fährt volle Kanne in die Türme rein und macht dadurch die Türme kaputt. Von den Aliens natürlich, nicht die eigenen. So. Ich wollte, wenn ich schon mal hier bin, Steine holen und ich brauche ein bisschen Kupfer. Kupfer hole ich mir auch noch. So. Also ich habe ja hier, habe ich zum Beispiel keine Bedenken, dass uns der Strom ausgeht, denn das Einzige, wo, also hier ist ja teilweise eh immer komplett zu, also komplett stagniert ja eh hier eigentlich die ganze Zeit, weil wir produzieren ja eigentlich nur Forschung und dadurch, dass wir nichts forschen, dürfte ja eigentlich gar nichts gemacht werden. Obwohl hier... Ah ne, das Kupfer wird natürlich ein bisschen gebrannt. Da oben werden ein paar Kabel hergestellt. Ja, und ich habe gerade wieder ein paar FPS-Einbrüche. So, und ja. Also es ist gar nichts... Oh, ja, Munition kann ich mir gleich noch holen. Und Munition wird hergestellt. So, deswegen reicht der bald momentan auch, wie man sieht. Ja, Kohle kommt immer schön nach. Aber an sich müssen wir oben, glaube ich, tatsächlich noch etwas mehr Kohle ranschaffen. Und ich mache gleich nochmal einen Sicherheitscut. Aber das mache ich erst, wenn ich wieder oben bin in der neuen Basis. So, jetzt wollte ich mir noch ein paar Steine holen. So, Steine gibt es hier. Einfach für mehr Felder. Aber anscheinend brauche ich dann nicht Kohle, sondern... Ach doch. Ja, 16 Felder, klar. Die reichen, die reichen. Gut, wie viel Dings habe ich noch? Habe ich alles noch da? Das Kupfer ist jetzt nicht so viel geworden, aber es passt schon. Und jetzt wird es natürlich dunkel. Hm. Ja. Und... Ja, jetzt geht die Kohle einfach raus. Das ist das Problematische. So, wir brauchen mehr Kohle. Und deswegen brauchen wir einen riesigen Wald. Ich meine, wenn wir sehen, was für einen riesigen Wald wir da unten gebaut haben. Also, mit dem Dünger wäre das schon echt cool gewesen, aber... Ich kann das nicht verteilen gerecht. Und das kotzt mich an. Ah, da muss irgendwas noch ran. Aber, man muss natürlich dazu sagen, es ist eine Alpha. Und Alpha bedeutet, da können immer noch ein paar Sachen kommen. So. Zum Beispiel... Momentan zum zweiten nächsten Monat, da dürfte eigentlich ein Update rauskommen, wo noch ein paar Verbesserungen gemacht werden, so erste Schritte zum Multiplayer mitunter und auch, dass dann zum Beispiel Hochspannungsleitungen und sowas soll, glaube ich, auch dazu kommen. Mal schauen, was das wird. Und dann könnte Anfang Juni, wenn wir Glück haben, der erste Multiplayer dann kommen. Und das freut mich natürlich auch. Und was ich noch sagen würde, Factorio, ich habe es ja eigentlich immer jede Folge hochgeladen, so. Ja, mittlerweile sind es eh ein paar weniger Zuschauer geworden. Und ich glaube, dass ich es dadurch vielleicht eventuell etwas runterschrauben kann, so, dass ich jedes zweiten Tag eine Factorio-Folge hochlade. Ich meine, 25 Minuten, was bei mir eh meistens 30 Minuten sind, läuft, ist ja an sich doch schon recht viel, ne? Also da kann man sich eigentlich nicht beschweren, so. Und dann habe ich das, dann irgendwann ist die GameCraft Academy zu Ende, dann möchte ich gerne FTL auf meinen Kanal rüberbringen. Und ja, das ist ja dann auch nochmal so eine Sache. Wie man sieht, haben alle keinen Strom, deswegen kann das Holz auch gar nicht bearbeitet werden, wenn hier mal Holz kommen würde. Ja, logisch. Wenn die Teile hier keinen Strom haben, können natürlich das Holz auch nicht raustransportiert werden. Ja, ja, so sieht's aus. So, dann werde ich jetzt hier nochmal schön ansetzen, nachdem ich den Baum hier abgehackt habe. Ja, ich muss nur aufpassen, dass diese komischen Aliens nicht kommen. Die sind nämlich ganz schlimm, die Viecher. So, das soll hier hin. Ist natürlich zu weit weg. So. Ja, an sich. Ich schaue auch immer nach, ob der Baumfarm-Mod, ob der immer mal geupdatet wird und was es denn Neues gibt. Die haben jetzt wieder einen kleinen Fehler und wieder einen kleinen Bug gefunden, der mich aber momentan noch nicht interessiert, weil der ist relativ selten und dementsprechend interessiert der mich einfach noch nicht, weil bei mir ist er noch nicht aufgetaucht, deswegen update ich das auch noch nicht. Und ja, es wäre ganz cool, wenn man irgendwas schaffen würde. Also ich habe auch zum Beispiel, würde ich gerne mal vom Entwickler sehen, wie der sich das vorgestellt hat mit dem Dünger. Ich meine, ein Feld kann ich mit Dünger versorgen, das ist kein Problem. Oder zwei Felder, aber alle
Das sind ja riesige, viele Felder. Wie soll man das gerecht aufteilen? Vielleicht übersehe ich auch irgendwas. Vielleicht bin ich da jetzt einfach zu doof. Dass ich da einfach was ein bisschen übersehe. Oh, gleich zwei auf einmal. Das ist nicht gut. Natürlich ist falsch abgerupt. So. Ja. Sowas halt. Ja, aber ja, es geht schon hier und auch nochmal so eine Reihe. Mal nochmal fünf. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr. Aber naja, ich kann ja nicht nur immer Wald bauen. Aber an sich, es war eine coole Idee mit dem Dünger. Hat auch Spaß gemacht, diese ganze Fabrikreihe da zu bauen. Aber momentan habe ich echt keinen Bock mehr, da weiterzuarbeiten, weil irgendwie nervt mich das, dass ich das nicht verteilen kann. Wenn das schon nicht mit diesem kleinen Wald da oben reicht, das sind ja bloß vier Felder, wenn das da schon nicht hinhaut, dann, ja. So, ein bisschen Fließbänder, noch ein bisschen Fließbandarbeit. Haha, habt ihr verstanden den Witz? Ach, der ist gut, ne? So. Mal ein paar Bäumchen abreißen. Stirn. So, du auch noch. So, weiter muss ja nicht. So. Hier dann das gleiche nochmal. Und andersrum. Ja, mir fehlen jetzt schon wieder ein paar. Ja, na eben, was ich noch fragen wollte. Ich frage ja gerne Sachen. Und zwar würde mich mal interessieren. Ach, blöde Aliens. Mich würde interessieren, schaut ihr mein Let's Plays eigentlich mit Kopfhörern oder mit Boxen? Denn das Problem ist, meine Wohnung ist immer noch total. Ich würde eigentlich einen Sicherheitscut machen, egal. Meine Wohnung ist relativ schallig und mit Kopfhörern hört man das, glaube ich, sehr gut raus. Mit Boxen allerdings, weil ich höre mir das jetzt immer nur mit Boxen an. Da funktioniert das. Da hört sich das noch recht gut an. Deswegen würde ich mich mal interessieren, wer guckt sich das mit Kopfhörern an und wer hört sich mit Boxen an? Ich habe ja auch schon mir überlegt, hier so eine Art kleine Gardine, so an meinen Computer, also meine Computerecke. Ich habe ja hier, ich sitze ja in der Ecke mit dem Computer, dass man oben an der Decke so eine Art Schiene, so eine Vorhangschiene dran baut, wo man dann halt einen Vorhang auf- und zuziehen kann, so dass man dann hier so eine kleine Ecke hat, die man so zuzieht mit etwas dickeren Stoff und dadurch dürfte der Schall ja eigentlich relativ eliminiert werden. Ja, das wäre an sich ganz gut, auch für Dappen und sowas. Nur, muss erstmal das Geld dafür her. Ich habe mir irgendwie viel zu viele Sachen vorgenommen. So, jetzt muss ich, naja, jetzt haben wir natürlich, ach so, ja, das müssen wir dann genau gleich machen. Und zwar, ach, jetzt haben wir hier natürlich so ein Feld. Ach, das zieht seitlich raus, das geht schon. So. So, so, so. So, dann haben wir jetzt ein paar Felder gemacht. So, wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben 15, sehe ich das richtig? 10, 15, 15 neue Felder. Heißt 15 neue Knickarme. Normale, 1, 2, 3. So, 15 neue Knickarme. Dann brauchen wir natürlich noch ein paar Stromleitungen. So, müssten eigentlich locker reichen. So. Die ersten Knickarme werden gerade ready gemacht. So, und hier werde ich einfach sagen, ziehe ich das einfach so raus. Und dann kommt das auf die linke Seite. Ach, ist eigentlich egal, wo das hinkommt. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Ja. Dadurch, dass wir ja keinen Dünger haben, brauche ich mir jetzt auch keine Gedanken machen, dass ich hier irgendwie was umbauen müsste. So, die letzten Knickarme werden gerade produziert. Da unten sieht man es. Wunderschön. Ja, ich habe ja auch teilweise mal längere Zeit eine Facecam gehabt. War relativ umständlich, aber wie sieht es denn da aus? Ist denn da überhaupt noch Interesse? Oder soll ich es einfach lassen? Ich meine, ich könnte es ja auch mal irgendwann wieder mal anmachen, das Ding. So, erstmal hier. Na, bist du zu weit weg. So. Dann setzen wir hier eine hin. Mal hier wieder ein bisschen, nein, ein bisschen tricksen, so. Oh, geht aber schön weit. Ja, dann gehen wir hier einfach mal hoch, ganz frech. Ja, und dann haben wir, also die Tonspur ist bestimmt schon wieder verrutscht, aber naja. Doch, kann ich gerade nichts machen. So. Ja, von hier holen wir uns das einfach von hier oben.
Ja, wie man sieht, die Knickarmroboter da oben an den Kokeries oder an der, ja, in der Kokerei, die werden ganz langsam, wie man hier sieht. Das liegt aber daran, dass der Strom, der Strom, der überall gebraucht wird, von den jetzt von der Sonnenenergie kommt und es wird langsam dunkel. Das heißt, keine Sonnenenergie mehr. So. Hier kommt anscheinend wieder ein bisschen Holz ran. Hier ist ja noch Holz drin. Ah, das war von den Wäldern, die vorher da waren. Ah, hier ist was gewachsen. Gut, dann weiß man schon mal, es wächst was. Aber ob es auch abgebaut wird, das ist immer so eine Frage. Ja, und wie ich sehe, 25. Minute. Wir haben gerade nichts mehr zu tun. Dann kann ich auch gleich sagen, dass wir erstmal hier Stopp machen. Und ich werde jetzt wahrscheinlich die nächste Folge auch gleich mit aufnehmen. Und ja, ich würde sagen, ich war der Tenji von Synoops Kanal und wir sehen uns im nächsten Part von Factorio. Tschüssi!